Persönlich Nordi Nasri, Ladies and Gentlemen, geben Sie einen großen Applaus für die Contender, für Nasrat Haqparast und Patrick Schwelders. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. Seconds out, please. Die Fanlager sind auf der Seite. Ringfrei, Runde 1. Nasrat Haqparast, den Ismail Çetinkaya ja von klein auf hochgezogen hat, hat sich sehr viel und weit entwickelt als Kämpfer. Hier mit einem linken Hammer sofort nach ein paar Sekunden. Da muss sich der Patrick erstmal absetzen. Kann er sich davon erholen? Oh, wieder zwei harte Linke. Nasrat weiter im Vorwärtsgang. Der hat auch gesessen, der Tritt. Ein Kick zum Körper, zur Leber. Der war voll auf die Leber. Und in der Folge muss Patrick weitere harte Treffer zum Kopf nehmen. Die erste Minute ist noch nicht um. Und Patrick hat arge Probleme. Das ist ein harter Treffer. Jetzt teilt er selbst mal aus. Muss sich natürlich ein bisschen Respekt verschaffen, sonst wird Nasrat hier völlig aufdrehen. Oh. Wieder die Linken. Oh, harte Treffer jetzt hier. Gut gemischt mit Knien. Weiter Knie zum Kopf. Da geht Patrick nur noch in die Doppeldeckung. Das wird er nicht lang durchhalten. Also die Handgranate ist tätowiert auf Patricks Wade. Die steckt aber offenbar derzeit in den Fäusten und Knien von Nasrat. Wieder durch mit der Linken. Und jetzt gibt es einen Takedown. Und Nasrat fordert ihn wieder auf, aufzustehen. Ein heftiger Slam. Er wollte offenbar einiges damit zeigen und winkt seinem Gegner jetzt wieder auf die Beine. Wieder die Linke. Also er nimmt die Deckung auch nicht hoch, der Patrick. Patrick scheint überhaupt nicht damit zurechtzukommen, dass sein Gegner Nasrat in Rechtsauslage kämpft. Oh, wieder harte Treffer. Ist also da völlig offen gegenüber der Schlaghand. Aber man sieht es auch an der Körperhaltung. Also die Power wird aus ihm rausgeschlagen. Und da bricht Nordi Nasri ab, völlig zurecht. Das war's. Er kam nicht in den Kampf, der Patrick, hat aber trotzdem auf die Zähne gebissen, versucht mitzuhalten. Also dachte, dass die Distanz noch passt, dass er weiter feuern kann. Genau, er hat es auch nicht übertrieben, also auch nicht alles gegeben, sondern wirklich rational herangegangen. Und ich behaupte mal den besten Nasrat, den wir bisher gesehen haben. Auf jeden Fall. Okay, Patrick kann wieder lachen und hat die Offensive abgenickt. Alles okay, hat heftig gegengehalten, keine Frage. Ladies and Gentlemen. Wir haben ein Referee-Stopping im Stand. Den Grund, denke ich, konnte jeder sehen. Und der, der es verursacht hat, heißt Nasrat Haqparast.